Aldemar HD. Toll. Ah, zieht das Öl aus der Erde, meine tapferen Ölbohrtürme. Ja. Holt das Öl zutage, macht mich reich. Und da gibt's auch schon nichts mehr. Oh Mann, ey. So schnell geht das. Hey Leute, hier ist der Aldemar mit City Skylines. Hier sind wir. Wir haben die letzten paar Folgen ziemlich zugenommen in allem. Ich auch. ja, wir sind dabei zu wachsen. Wir haben fast das nächste Stadtlevel erreicht. Wir brauchen nur noch 14.000 Bewohner. Ist eigentlich immer noch viel, aber sollte doch alles möglich sein. So, wir haben hier Bahnverbindungen, wir haben U-Bahn. Haben wir die U-Bahn hier gebaut? Die U-Bahn haben wir, glaube ich, hier noch nicht gebaut. Was ist das denn jetzt? Wasser. Wasser kommt nicht überall hin, oder was? Doch, müsste doch eigentlich. Oder haben die echt ein Wasserproblem hier oben? Apropos Wasser. Wir haben Überschwemmungen. Und zwar haben wir, weil wir das Atomkraftwerk-Ding jetzt gebaut haben, hier überall immer ab und zu mal Überflutungen. Also die Insel haben wir gebaut dazu. Und ich will ja sowieso, dass ein bisschen weniger Wasser hier lang fließt, weil wir sind schon echt nah am Wasserpegel. Und naja, so. Monumente erreicht die Bevölkerung von 70.000. Ah, ja, wir haben auf jeden Fall ein Wasserproblem. Jetzt haben wir ein Abwasserproblem. Dabei habe ich schon sowas Neues gebaut. Oder kommt irgendwie das Zeug nicht bis da oben hin? Aber nee, warte, die Bewohnerzahl hat ja so rasant zugenommen, ne? Warte mal, machen wir jetzt erstmal... Bam. Bam, nochmal zwei neue Abwasserdinger, weil wir es können. So. Und dann sollte es doch gehen. Weil Wasser haben wir extra neu gebaut, Nummer 3. Wir haben 80.000 Einkommen. Dann machen wir jetzt mal... Pass auf, ach, das haben wir schon oben, ja. Hm. Na, was soll man machen? Komm schon. Ah... Keine verstopften Toiletten mehr. So, da wir jetzt wieder Geld haben, 325.000, können wir eigentlich die Monorail weiterbauen. Oder, scheiße, hier kann man nicht, ich habe echt alles gebaut, ne? Monumente. Okay, Fußballarena bauen wir jetzt erstmal. Und zwar, ich wollte die hier hinbauen. Direkt in der Nähe der Monorail. Dann haben wir die auch schon mal gebaut. Weltwunder, hier ist Verkehrspark. Auch immer, wie wir mal einen Verkehrspark haben wollen. Anscheinend wollen wir mal hier einen Verkehrspark. Warte, wir machen erstmal hier weiter. Gute Idee. Gute Idee, Herr Aldemar. Obwohl hier alles voller Verkehr ist. Wir müssen, glaube ich, mal eine weitere große Verkehrsstraße bauen. Oder nicht? Das ist die Frage. Müsste bald soweit sein. Weil wir sonst Probleme bekommen mit Verkehr. Wir müssten hier eine weitere Abfahrt bauen. Habe ich ganz vergessen. Oh, ja, scheiße. Wie wäre das denn? Wollen wir das diese Folge bauen? Aldemar wahnsinnig werden lassen, indem er versucht, eine Abfahrt zu bauen. Gute Idee. Okay, wir müssen einfach das gleiche bauen wie da. Und ich habe keine Ahnung, wie ich damit anfangen soll. Okay, so, wir brauchen... Können wir nicht einfach die dann hier so abzweigen lassen? Hier so... Oh, mein Mikro. Hallo? Kopfhörer. Oh, Kopfhörer gehen. Oh Mann, ich brauche unbedingt neue Kopfhörer. So, das nenne ich dann die Super Deluxe Exeter. Deluxe. Und zwar, wollen die von hier auf die Autobahn drauf fahren oder wollen die von hier auf die Autobahn runterfahren? Oder mache ich... Ja, eigentlich müsste da sowas hin. Oh, das sieht ja gut aus. Habe ich das nicht toll gemacht hier? Wunderbar, oder? Okay, dann weiß ich schon genau, was ich mache. Gut, dass ich da schon ein bisschen klüger bin. Ist schon klüger. Kein... nein, das wird kein... Dingensbummens. Und... Hier, so... So... So, so, so. Zügig drüber fahren, meine Damen und Herren, bitte. Nicht trödeln. Boah, Alter, wie viele Leute darüber gehen. Guck mal, zieh das rein. Oh, Alter, ist das übel. Wo wollen die denn alle hin? Guck mal, wie viele Menschen das sind. Pavillon. Mach kurz Pause.
ins Mega-Einkaufszentrum. Okay, komm, wir gucken mal kurz. Also, wir haben eine Busbahn, eine... Ja, warum fahren die denn nicht? Ich glaube, wir müssen die U-Bahn bauen. U-Bahn. Und zwar muss die U-Bahn bis zum Hauptbahnhof gehen. Oder ist das ein Problem? Oder ist das ein Problem? Oder wir machen hier einen Bahnhof hin. Eisenbahn. Genau, pass auf, das machen wir. So, wir machen mal Eisenbahn. Einen normalen Bahnhof. So, der fährt... Ja, macht Lärm. Tut mir leid. Erstmal machen wir die Straßen gerade. Warum machen wir keine Wohnhäuser hin, sondern Gewerbegebiet. Gewerge. Okay, dann erweitern wir erstmal in diese Richtung. Okay, los geht's. Mich grault es. Oh ja. Mich grault es. Oh ja. Oh Schreck, Moment. Ich weiß es nicht. Oh je, Mine. Hoffentlich haben die... Oh, okay, da müssen wir uns jetzt erstmal um unser neues Stadtteil kümmern. Alter, wie viele Leute da über die Brücke gehen. Wo kommen die denn alle her? Guck mal, von da. Da brennt's. Alle von der Monorail. Guck mal, wie viele Leute da stehen. Was ist denn da los? Alter, ist das übel, die Monorail. Okay, wir müssen, okay, das ist die einzige Verbindung. Ne, wir haben doch ein... Ja, ist tatsächlich die einzige Verbindung. Okay, ich muss tatsächlich diese Busverbindung hier vielleicht doch noch da unten legen. Wollen wir das mal zuerst machen? Und zwar, fährt ein bisschen weit dann, hä? Würde ich sagen. Sonst müssen wir eine Busverbindung bauen von hier. Die fährt dann einfach mal nur. Fährt die auch die Strecke hier ab? Sehr gut. So halbwegs. Hier wieder zurück. Meine Güte. Dahinter lang. Dann hier lang. Und dann da hoch. Und dann da lang geht er schneller. Ja, das kann sein. Ja gut, wenn der Bus das meint. Wir haben auf jeden Fall eine Buslinie, die da hoch geht. Und dann brauchen wir jetzt mal die U-Bahn. Der Retter in der Not. Und die Eisenbahn nicht vergessen. Erstmal die Eisenbahn. Ja, ist den Leuten zu laut. Es tut mir leid. Aber so sei es dann. Ich meine, hier wohnen die Leute auch an dem Bahnhof. Okay. So. Nein! Das gibt's doch nicht. Okay, so. Nochmal. Ich wusste es. Ich muss ihn tiefer setzen. Haha, verarscht. Das, was ich mache, ist blödsinnig, ich weiß. Ah. Das auch. Oh Gott, ist das... Oh Mann, ey. Bin ich froh, wenn ich neue Kopfhörer habe. Das ist hier echt... Weil die ganze Zeit setzt er aus. Haha, lustig. Okay, geht doch. So, kein Wasser. Okay. Keine
kein Wasser nur. Alles andere ist egal. Strommast machen wir weg. Oder? Dann holen wir jetzt mal den Strom von irgendwo, wo es egal ist. Wie zum Beispiel von hier. Und dann so... irgendwie rüberholen. Naja, haben wir ja da. Dann brauchen wir das jetzt nämlich nicht mehr. So, jetzt machen wir hier mal schöne Wohnviertel draus. So, dann brauchen wir hier nämlich eine Straße auch. Direkt zum Bahnhof. Dann noch hier. Für Busse, die vielleicht U-Turnen. So, dann machen wir nämlich jetzt direkt Züge, die können so dahin fahren, richtig? Und Züge, das ist nämlich ein bisschen verwirrend. Ich blicke da noch nicht so ganz durch. Und ich kann eine Zugstrecke machen. Und zwar von dem hinteren Bahnsteig nach da. Wieder zurück. Das gleiche nochmal. Nee, halt von dem anderen Bahnsteig. Können wir da irgendwie... Der fährt gar nicht... Der fährt immer die eine Strecke, oder? Dann mach halt so. Fahr halt immer wieder hin und zurück. Aber es wird, glaube ich, nur gehen, wenn wir eine Einbahnstraße machen, ne? So, dann U-Bahn. Dann haben wir jetzt das... Hauptsache, da fährt ein Zug hin und her, obwohl die... Ich meine... Na, ist egal. Wird schon gehen. Okay, U-Bahn. Jetzt aber. So, U-Bahn da. Okay, wir machen wir einmal so durch. Ab durch die Mitte. Geht gut, geht gut. Das läuft doch. Gibt nie zu wenig U-Bahn-Eingänge. Nur beleidigte Leute. Die... das ist jetzt doof. Warte. Okay. Tunnel. Eigentlich haben wir so im Transportwesen ja eigentlich keine großen Fortschritte mehr gemacht. Ich meine, so, ja, toll, U-Bahn gibt es auch schon immer, Straßenbahn gab es auch schon immer, Züge auch. Ich meine, die sind halt immer schneller geworden, aber im Großen und Ganzen bräuchten wir irgendwas noch Effektiveres. Fahrende, es soll ja irgendwie so Untergrund, automatisierte Kanzeln, ja? Ich meine, alles Mögliche. Gibt alles. So. Na, so. Okay, den haben wir. Wollen wir, wir müssen eine U-Bahn-Station machen, die irgendwie vielleicht doch am Bahnhof anhält. Aber das ist schon alles voll. Das ist schon übel. Krass, oder? Guck, wie viele Leute da einsteigen. Hier haben wir den Zug und die Monorail. Die Leute können sich das aussuchen. Müssen nur dahin latschen. Dann müsste das gehen. So, fangen wir an. Fangen wir erstmal in die Richtung an. Meine Güte. Und andersrum. So, jetzt können Leute noch die Bahn benutzen. Dann machen wir hier noch Taxistände. Hier den Taxistand hin. Und hier auch. Ja.
Okay, wunderbar. So, dann machen wir jetzt hier. Was brauchen wir? Gewerbe? Dann machen wir hier, pass auf, hier machen wir Gewerbe drumherum. Weil hier der Bahnhof ist. Und hier kommen Häuschen hin. So. Wasser ist da. Okay, dann haben wir hier noch den Verkehrspark. Guck mal, hier haben wir noch Häuschen. Pass auf, wir tun den mal hier hin. Ist ja sowieso für die Kinder und in die Schule. Sollst halt hinfahren. Umschließt sogar noch einige Gebäude. Guck, direkt bei der Autobahn ist der Verkehrspark. Meine Güte, ist das cool. Ich will auch einen Verkehrspark. Nee, der ist eigentlich viel zu cool. Der muss beim... Ach, Mann, ist der cool. Komm, der kommt jetzt hier hin. Nee, der passt da nicht hin. Großstadt. Ich muss der hier hin. Macht Platz für den Verkehrspark. Genau so. Der ist nämlich viel wichtiger als ihr alle. Tempelkomplex. Ich weiß, das passt alles. Also SpaceX. Wintermarkt. Oh, ist das jetzt hier so ein Winterupdate? Das habe ich gar nicht mitbekommen. Ah ja, Grand Central Terminal. Eisenbahnen bauen, bla bla bla. Das ist das. Genau, das ist das Dingensbummens. Guck mal, hier ist alles abgedeckt. Da brauchen wir jetzt hier auf der Seite noch irgendwas Cooles. Guck mal, haben wir... Ne, haben wir nicht scheiße gebaut. So, Grand Central Terminal. Ist eigentlich zum Hauptbahnhof. Ist eigentlich... Aber wir müssen halt... Die Leute bespaßen. Ich muss das an die große Straße hier. Weil wir werden ja schon ein bisschen weiter bauen. Guck mal, da ist noch ein Yoga-Garten. Grand Central Terminal. Das bauen wir noch aus. Hier kommt noch überall Stadt hin. Dann brauchen wir Brandenburger Tor. Das ist einfach nur, ja. Das Brandenburger Tor passt hier nicht so hin. Genauso wenig wie der Eiffelturm. Und der Pandagarten auch nicht. Statue des Wohlstands. Jetzt habe ich irgendwas abgerissen, das tut mir leid. Der Meteoritenpark, die Gedenkstätte von, mein Gott, Walterstadt. Ich baue das jetzt vorher hin, weil ich habe sonst immer Probleme damit, das irgendwo hinzustellen. Dann habe ich mir das jetzt nämlich extra mal vorgearbeitet hier. So, ich will halt jetzt unbedingt die Leute kriegen. So, haben wir das schon mal hier so. Brauchen wir noch ein bisschen Kreuzungen. Okay. So, dann kommt hier hin. Wohngebiet. Bam. Wir hauen einfach rein. Volle Kanne. Ich meine, unser Dingesbummensnetz steht ja. Ach, hier. Guck mal. Die alte Stadt. Obwohl ich die immer noch am liebsten habe. Wie geht's denn im Industriegebiet eigentlich? Ist das jetzt nochmal... Ist es... Ach ja, guck mal, das ist das. Guck mal hier. Weitergebaut habe ich ja noch gar nicht. Das wächst und gedeiht. Da müssen wir bald die U-Bahn erweitern. Und zwar einfach nochmal eine zweite Linie machen, die dann hier unten lang geht. Alter, guck mal, was ich hier gemacht habe. Ist das nicht... Das hätte ich niemals von mir gedacht. Ach so! Bevor wir letzte Folge beendet haben, konnte ich das Ölding jetzt aufwerten. Das habe ich schon voll vergessen. So, Öl, bla bla bla. Gucken wir mal kurz. Und zwar haben wir jetzt hier große Ölpumpe. Ich will aber eigentlich
eine Ölbohrinsel bauen, aber das geht immer noch nicht. Ja. Ölindustriespeicher. Ich have no idea. Kommt einfach mal dahin. Nee, sag mir nicht, wir haben keine Ölbohrinsel. Warte mal, jetzt bin ich beleidigt. Ölbohrturm. Offshore-Bohrinsel. Da ist sie, Stufe 5. Ach so, das haben wir ja schon mal gesehen. Das konnte man dann so setzen, ne? Stimmt. Okay. So, dann müssen wir hier weitermachen. Und zwar... hier... ist das... warte mal, dass das immer alles ausgeht. So. Und dann... ist das halt ein bisschen schwer, ne? Hier im Wasser ist alles rauszufischen. Kann ich nicht einfach so... Okay, pass auf. Machen wir jetzt mal kleine... ach, machen wir die großen, ist auch egal. Machen wir mal so einen hier. So einen hier. Ich könnte das alles mit einbeziehen und alles raussaugen. Ist mir egal, was die Leute sagen. Können wir einfach nämlich eben das Gefängnis einmachen. Und da sieht man, wie groß der Radius ist. Die Inseln leer saugen. Da ist auch was drauf. Ich glaube, ich muss das ändern. Mal Pause kurz, wegen dem Wasser und Strom. So. Erst so ein bisschen streuen. Jetzt brauchen wir Strom. Dahin. Dahin. Da muss ich mir echt keine Mühe geben, weil das alles sowieso bald wieder wegkommt. Guck mal, alles leer. Ich lasse die mal leer. Ich könnte doch einfach Geräte verschieben, ja? Und ich will den Leuten ja nicht die Arbeitsplätze wegnehmen. Erdöl, voll produziert. Plastik. Wo sind denn meine Rohöllagerhöhle? Wo sind denn meine Erdöl? Warte mal, habe ich gar keinen... Öl, 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 Erdöl, Öl. Ich will aber Rohöllager, Erdöllager. Oder wird das direkt Rohöl, Öl, Industriespeicher? Ach, soll direkt weggeschafft werden, oder was? Warum gibt es denn so viele verschiedene? So, ist größer einfach. Gefällt mir hier. Jetzt müssen wir noch Wasser anschließen. Öl und mehr. Jetzt brauchen wir auf jeden Fall die Dingesmoments. Meine Güte.
Bin gespannt, wie viel Kohle wir daraus gemacht hätten eigentlich. Jetzt insgesamt. Haben. Nicht hätten. Ich müsste die Monorail jetzt weiterbauen. Ich glaube, das wäre eine gute Idee. Wir haben gerade Kohle, also machen wir das mal. Wir lassen die Zeit laufen oder lassen wir sie nicht laufen? Nein, wir lassen sie lieber nicht laufen. Ich muss aber auch aufhören. Leute, tut mir leid. Das war eine weitere Folge. City Skylines. Wir sehen uns wieder. Nächste Folge. Bis dahin. Haut rein.